Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. In diesem Video zeige ich dir, wie ich meinen Lernenden eine Vorlage für ein Java-Programm bereitstelle. Zunächst wechsle ich den Kontext, und zwar wähle ich die Organisation ProcJava. Das ist eine Organisation, wo nur Lehrpersonen Zugriff haben, wo ich also meine Aufgaben, meine Lösungen und alles ablegen kann. Hier erstelle ich ein neues Repository. Ich empfehle dir beim Repository-Namen die Modulnummer davor zu stellen. Das Repository soll private sein und du sollst auf keinen Fall das README-File hinzufügen. Das gibt Probleme mit IntelliJ. Nachdem das Repository erstellt ist, wechsle ich zu IntelliJ und erstelle hier ein neues Projekt. Nun, bevor ich irgendwas mit dem Java-Programm mache, aktiviere ich die Versionskontrolle und füge das eben erstellte Repository unter Git Remotes hinzu. Der Name dient mir einfach, dass ich weiß, was ist. Kleiner Tipp, Leerzeichen werden gleich zum Problem. Ich kopiere hier die HTTPS-Klon-URL. Ja, und jetzt siehst du, also lieber Bindestriche als Leerzeichen im Namen. Je nachdem muss ich hier noch anmelden. Und jetzt mache ich gleich den ersten Commit. Wähle gleich alle Files aus. Das ist ein Initial Commit. Und natürlich gebe ich den Autorennamen an. Für diesen Commit durch. Für die Vorlage erstelle ich einen neuen Branch. Ich nenne den zum Beispiel Template. Und hier stelle ich nun im Ordner Source die Vorlage für die Lernenden hin. Das habe ich offscreen schon vorbereitet. Das ist die Vorlage, die die Lernenden kriegen. Und diese werde ich nun committen. Und auch gleich auf GitHub pushen. Und wenn ich jetzt das Projekt wieder anschaue, sehe ich den Order Source, sehe diesen Branch Template, hat das alles geklappt. In diesem Fall mache ich auch gleich noch einen weiteren Branch, nämlich mit der Basislösung für diese Aufgabe. Es gibt hier eine Grundaufgabe und dann auch noch Erweiterungen. Die stelle ich als separate Branches rein. Auch das alles offscreen vorbereitet. Das hier ist mal die Lösung der Grundaufgabe. Auch hier Commit and Push. Ja, die Warnungen und so müsste man normalerweise prüfen. Ich weiß, dass die harmlos sind, also kann ich hier den Push durchführen. Ja, und zuletzt mache ich den Branch für die erweiterte Lösung. Auch hier, Source Code wurde offline oder offscreen vorbereitet. Und auch das werde ich jetzt mit Commit and Push
zunächst mal lokal ins Repository schreiben und eben gleichzeitig auf GitHub. Nun, damit ist eigentlich mein Programm soweit fertig. Ich habe die Vorlage, ich habe die beiden Lösungen. Ich möchte es aber auch den Lernenden zur Verfügung stellen, insbesondere die Vorlage. Und dazu geht es wieder zurück auf GitHub. Allerdings gehe ich diesmal in die BZZFG ICT Organisation. Hier sind auch die Lernenden, die einzelnen Klassen drin. Das heißt, was ich bereitstelle, stelle ich hier hin. Auch hier erstelle ich ein neues Repository. Den gleichen Einstellungen. Und auch diese Clone-URL werde ich jetzt meinem Projekt hinzufügen. Ja, ich habe jetzt hier beide Repositories und jetzt möchte ich einen selektiven Push durchführen. Ich will also nur das Template den Lernenden bereitstellen. Ich wechsle also in den Template Branch und führe jetzt hier einen Push durch. Wichtig ist, dass ich hier das richtige Repository auswähle und bei den Push-Tags, da sage ich nun, ich will nur den aktuellen Branch, also den Template-Branch. Ja, damit ist der Push erledigt. Zeit, dass ich die entsprechenden Lernenden einlade, in diesem Repository mitzuarbeiten. Dazu gehe ich in die Settings meines Repositories und hier unter Manage Access kann ich das Team einladen. Genau. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel das Team IM20A aus. Ich kann hier festlegen, welche Rechte sie haben. Grundsätzlich müssen sie nur lesen. Entsprechend sollte Read Access hier genügen. Ja, somit ist die Vorlage bereit für die Lernenden. Ich muss Ihnen eigentlich nur die Clone-URL dieses Repositories bekannt geben und Sie können loslegen mit dem Lösen der Aufgaben. In einem nächsten Video werde ich dir zeigen, wie man das Ganze unter Verwendung des Classrooms macht. Der Vorteil beim Classroom, jeder Lernende kriegt automatisch eine Kopie des Repositories. Aber für den Moment hoffe ich, das Video hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Dein Gualin.